Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Hallo, herzlich willkommen hier in die Runde. Hallo. Heute mit einem wirklich sehr interessanten Gast. Oh ja. Robert Suchy von Klee Audio. Herzlich willkommen, Robert. Jetzt würde ich fränkisch antworten. Servus. Ja. Servus, ja. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Freut mich, hier zu sein. Ja, die Freude ist auf unserer Seite. Ja, genau. Weiter Weg aus Erlangen. Nee, geht. Es geht. Es ist eigentlich eher, die Baustellenlast ist deutlich erhöht. Hm. Deshalb 333 Kilometer exakt von Door to Door. Okay. Ist keine Entfernung. Das stimmt. Ja, aber heute habe ich mich verbabbelt und bin ja dann zu spät abgebogen. Deshalb ein paar Minuten zu spät. Verzeihung. Für unsere Zuhörer sind wir genau pünktlich. Das ist gut, das ist gut, ja. Das ist, fällt keinem auf. Nein. Ja, erzähl mal ein bisschen was zu deiner Person. Was gibt es denn zu dir zu sagen? Ach Gott, ich glaube, es ist recht viel, aber das wäre zu abfüllend. Ich bin der Robert Suchy, ich bin schon die zweite Generation in der Firma Klee Audio, die unser Vater gegründet hat, 1978. Dieses Jahr hatten wir auch noch 45-jähriges Jubiläum. Und für diejenigen, die Klee Audio nicht kennen, wir sind Spezialisten im analogen Segment, das heißt Plattenspieler, Tonarme, Tonabnehmer, Kabelstecker, Phonoverstärker, Plattenwaschmaschinen, sämtliches Zubehör, was man so benötigt. Ja, das ist so unser Steckenpferd und mittlerweile haben wir das also auch so weit ausgebaut, dass wir weltweit gut vertreten sind mit unserer Marke und unseren Produkten und zusätzlich auch im OEM-Bereich. Das heißt, wir produzieren für andere Hersteller verschiedene Geräte, ob das Plattenspieler sind, Tonarme, Tonabnehmer, auch Plattenwaschmaschinen. Manche kennt man und bei manchen weiß man, dass es Klee Audio baut. Und es gibt auch ein paar, da weiß man gar nicht, dass es Klee Audio baut. Ist ja auch gut. Soll das so bleiben, ja. Das muss so bleiben. Da gibt es Verträge für sowas. Hin und wieder sieht man ja hinten dran an diesen nicht genannten Produkten Made in Germany und dann kann man sich oft schon denken, wer es macht. Ja, das ist ja auch gut so. Ist ja auch schön, wenn der ein oder andere Hersteller, aber dieser Hersteller explizit, der kommuniziert das offen, dass wir das bauen. Okay. Aber schön ist, wenn da wirklich Made in Germany draufsteht, weil es ja auch stimmt. Ja, sehr ist schön. Also, genau. Das ist ja also ich habe so eine tolle Beziehung zu Klee Audio, weil ich damals, als ich angefangen habe bei der Firma Schmitz, da weiß ich noch, ich kann den Namen nicht mehr nennen, aber da gab es einen Vertriebler von euch, der hat uns besucht, älterer Herr, ganz netter Kerl. Der Werner. Werner, Nachname war, weiß nicht mehr. Möhring. Möhring, genau, ja, Werner Möhring, der war da, ja, so, super Typ. Ja. Und der kam reingelaufen vorne und da hatten wir, Gott, wir hatten ja nicht so viel Hi-Fi damals, ne? Und dann kam er mit diesem geil gemachten Katalog von euch. Ich fand immer schon die Homepage cool und die ihr habt immer viel mit emotionalen Bildern gespielt, so in den Katalogen. Ja. Und dann war ich mal den Katalog gegeben und ich stand da so wie so ein kleines Kind, dachte so, krass, so Schallplattenspieler gibt es, also so teure und fand das so toll und überhaupt. Und genau, und dann ja, war ich damals in Erlangen bei euch, einmal zu Besuch, zur Schulung. Ja. Da habe ich dich auch gesehen. Das Schöne ist ja, dass du das angesprochen hast mit dem Katalog. Das ist ja momentan so ein Sparthema, wo jeder sagt, oh, Katalog, brauchst du das noch? Und Katalog ist wahnsinnig viel Arbeit. Und die Fotos, da sitzt der Schläubi, das ist sein Spitzname, seit eh und je, wenn ich denken kann, macht er Fotos, der macht für Puma, für ganz viele, ganz tolle Fotos, aber der hat die Leidenschaft. Und das ist das, was man in diesem Katalog vielleicht auch sieht, eine Leidenschaft. Und das ist auch wichtig, weil wir verkaufen ja nicht einfach irgendwelche Produkte, sondern das sind schöne Geräte, ja. Die ja Emotionen hervorbringen. Und wir hoffen, dass wir natürlich mit dem Katalog da schon einen guten Einstieg also auch finden. Ja. Und das musst du natürlich auch auf die Webseite bringen. Das ist nicht ganz gratis, wie der Schweizer sagen würde. Ja. Aber es bringt wirklich was. Ja. Ja, absolut. Und so einen Katalog nimmst du auch gerne in die Hand oder gibst es auch jemanden. Und es ist schön, also, dass er Wirkung gezeigt hat, ja, weil das ist ja beabsichtigt. Sind noch bei der Stange, ja. Und aber wir werden wieder Kataloge, also wir haben aktuell einen Katalog und
In jedem Fall werden wir dann mit den neuen Produkten auch wieder einen Katalog machen. Auf die neuen Produkte müssen wir nachher noch kurz springen. Aber erstmal vielleicht zu den alten, ne? Genau, fangen wir erstmal mit den alten an. Weil 1978, glaube ich, ging es ja nicht direkt mit großen Plattenspielern los, sondern mit was ganz anderem. Richtig, richtig. Also ich glaube, aufgrund der 45 Jahre ist das mit Sicherheit in Vergessenheit geraten. Aber ab und an kriegst du diese Produkte noch auf eBay. Und zwar ein Lautsprecher. Mhm. Ursprünglich hat der Vater mit Lautsprechern angefangen. Das war auch nicht schlecht. Also schon mit Phasenkorrektur vorne, Basschassis nach vorne gesetzt. Okay. Dann mit Schwingspule vom mhm. Hochtöner möglichst phasengenau abspielt. So Kleinigkeiten. Und das war Delta 2, ein Erfolgslautsprecher damals. In den ersten 1, 2, 3 Jahren, ja, ne, klar, 78, mehrere tausend Paar verkauft. Nee. Das war ein Wahnsinn. Raketenstart. Okay. Ja. Ach ja. Ja, ja. Aber Hand aufs Herz, da war Haifa natürlich vom Stellenwert im Top 5, würde ich mal sagen. Mhm. Da gab es noch kein Golfen in dem Sinne oder Playstationing, ja. Was es alles so gibt. iPhones. Heute immer noch ein gut klingender Lautsprecher. Ich weiß nicht, ob du in der Firma gesehen hast bei dem Besuch. Nee, steht in verschiedenen Ecken. Ersatzteile haben wir nach wie vor auf Lager. Also Basschassis, Hochtöner. Was? Haben wir immer noch auf Lager. Es sind bestimmt so 10, 12 Leute, die so im Jahr anrufen oder anfragen und sagen, ja, ich habe da jetzt einen älteren Lautsprecher von meinem Vater geerbt. Von meinen Großeltern oder was auch immer. Wahnsinn. Und da sind aber die Chassis im Eimer. Gibt es denn sowas noch? Freilich, klar. 35 Euro. Und, das mit breiter Brust zu sagen, natürlich, selbstverständlich, nach 45 Jahren haben wir noch Ersatzteile. Also es ist nicht selbstverständlich, das muss man sagen. Ja. Wir haben halt wirklich das Glück, dass wir vielleicht so einen Messi-Charakter haben, dass wir Sachen aufheben. Die gehen doch. Nein, weggeschmissen wird bei uns nichts. Nein. Du kannst eigentlich alles immer nochmal irgendwie wiederverwenden. Und selbstverständlich war damals auch, muss man fairerweise sagen, der Gedanke, also das schmeißen wir nicht weg. Einmal ist es bezahlt und zum anderen, vielleicht kannst du ja nochmal was draus machen. Ja. Und das ist jetzt sicherlich wirklich Glück für den Endkunden. Mhm. Die Absicht war nicht, das 45 Jahre lang zu lagern, weil wären wir jetzt aus der wirtschaftlichen Sektion, würden wir sagen, Lagerhaltungskosten, richtig, da müssen wir mal einen Stift ansetzen. Genau, das macht jetzt nicht so wirklich Sinn. Was ja wohl der Vorteil von so einem Familienunternehmen dann letztendlich halt ist, ne, dass ihr irgendwie sehr eigen entscheiden könnt in eurer Richtung und in eurem Portfolio. Das hat viele Vorteile. Du kannst dann wirklich solche Sachen machen. Du machst das aber auch gerne. Hm. Und dann hast du natürlich auch vielleicht mal das eine oder andere, wo du Fehlentscheidung machst. Aber dafür musst du gerade stehen. Aber Familienvorteile haben, Familienfirmen haben vorwiegend Vorteile, würde ich sagen, in jedem Falle. Solange man sich versteht, ist das gut, ja. Was hat denn dein Papa eigentlich gelernt? Also wieso hat er das gemacht? Also wie kommt er auf Lautsprecher bauen und dann Plattenspieler? Ja, eigentlich glaube ich, wie die meisten deutschen Hi-Fi-Hersteller, dass du das aus Hobbyismus oder als Musiker, dass du dann angefangen hast, gesagt hast, Mensch, das gefällt mir nicht, das ist nicht gut genug. Und hast dann selbst angefangen, Lautsprecherweichen zu tunen, Verstärker, Kondensatoren zu tauschen und so weiter. So hat unser Vater auch angefangen. Der war ursprünglich, er kommt aus der Physik und hat Atomreaktoren entwickelt und die Kühlsysteme. Okay. Aus dem Bereich kommt er. Und das war sein Hobby. Und irgendwann haben dann Freunde gesagt, Mensch, hey, das ist echt toll, was du da gemacht hast. Kannst du mir auch so einen Lautsprecher bauen? Dann hat er für einen Freund einen Lautsprecher gebaut, dann für einen weiteren Freund. Und dann hat er den ersten Erlanger Hi-Fi-Club gegründet. Und ja, so kam das dann. Und irgendwann hat dann einer gesagt, Mensch, mach doch einfach eine Firma. Heute sicherlich mit viel mehr Hürden verbunden als damals. Und da war es natürlich so, da musstest du bei deinem Vorgesetzten, bei der KWU, Kraftwerkunion, Bereich von Siemens gewesen, anfragen, da konntest du nicht einfach mal so als Hobby, das ging alles noch nicht. Ja, und so hat er dann angefangen und dann kamen wirklich 78 die Delta 1, Delta 2 und Delta 3, später dann umgenannt in Sigma.
Das waren die Lautsprecher. Aber irgendwann sagt er, Mensch, also egal wie gut der Lautsprecher ist, wenn die Quelle vorne nicht in Ordnung ist, dann hast du natürlich ein Problem. Und so hat er sich in die Tonabnehmerentwicklung reingefuchst und hat dann recht schnell, ganz am Anfang mit Herrn Dr. Weins, der hat die Paroknadel so mitentwickelt, hat er dann die ersten Muster angefangen und hat da recht schnell Erfolge erzielt und hat aber ein neues System entwickelt, also ein neues Moving-Coil-System, anders als die herkömmlichen. Und das haben wir nach wie vor beibehalten, auch über die Jahrzehnte, ein Patent weltweit, welches wir auch immer wieder weiterentwickelt haben, welches demnächst eine Weiterentwicklung auch erfahren wird. Okay. Ups, habe ich aus dem Nähkästchen gebracht. Da bohren wir gleich nochmal nach. Wir haben einige V2-Modelle da. Das klingt ja dann ein bisschen nach V3. Das klingt vielleicht sogar eher nach wirklich neuer Generation. Okay. Ja, ich würde sagen, also noch eine Stufe mehr als V3. Krass. Okay. Wir haben da die letzten Jahre auch in der dank der Pandemie, muss man sagen, da hast du einfach mal so Sachen umgekrempelt und umgedacht. Und da haben wir zwei weitere neue, wirklich engagierte Mitarbeiter, die da im Tonabnehmerbereich gut unterwegs sind, kommen aus der Uhrenindustrie. War auch ein Glücksgriff für uns. Und dann haben wir noch einen weiteren Ingenieur. Die haben wir da dran gesetzt und wir haben in den letzten Jahren, wir haben sehr, sehr viele kleine Erfolge erzielt. Ja. Ob das von der Materialbeschaffenheit ist, ob das von der Repositionierung ist, ob das von bestimmten Spulen, Wicklungen in der bestimmten Form sind. Ja, ich darf natürlich jetzt nicht zu viel sagen. Winkeländerungen vom Diamanten, Eintauchwinkel, Schliff ist in gewisser Weise jetzt etwas optimiert worden für uns. Also der HD-Schliff, ist der eigentlich ein Schliff von euch? Ist das irgendwie also was Spezielles? Das ist was Spezielles, ja, aber ja. Wir haben also jetzt für die Zukunft haben wir das nochmal etwas bisschen auf die Spitze getrieben. Diese HD steht für High Definition, aber auch da werden dann einfach bestimmte Winkel, die wir vorgeben, dann für uns gefertigt, also nur für uns. Auch da haben wir in der Vergangenheit vieles festgestellt, dass in der Schallplattenrille, wo ja 90 Grad herrschen sollten, während des Abtastvorgangs. Aber auch da haben wir festgestellt, es ist nicht 90 Grad. Es ist eigentlich eher ein anderer Winkel. Okay. Das ist nicht, ist kein großer Unterschied, aber es ist ein kleiner Unterschied, der einen großen Unterschied machen kann, je nachdem, was du für einen Winkel da ansetzt. Das war ja, hab ich die Tage noch mit Tim Roth oder mit Dirk Räge gequatscht. Das war ganz witzig, weil es gibt ja Systeme, wo dann Schliffe sagen, okay, du sollst irgendwie von mir aus 5 Grad anders eintauchen und dann fragst du dich ja immer, wie misst du das? Also jetzt, ne, also erstens ist ja die Frage natürlich auf dem Nadelträger, wie ist der Diamant geklebt? Also wie genau ist das zu definieren, ne, der Winkel? Und dann musst du ja auch den Tonarm Höhe oder so, ich weiß nicht genau. Oder der Nadelträger muss einen anderen Winkel haben schon, damit der Tonarm parallel sitzt. Weiß nicht, aber ganz spannend irgendwie. Das ist sehr spannend und dieses Thema ist extrem komplex, weil also der Endverbraucher draußen hat ja weder die wirkliche Erfahrung von den Einstellmöglichkeiten oder die Tools. Und der Händler hat die Tools und der muss natürlich gucken, dass er das Optimum rausholt. Mhm. Das kannst du glücklicherweise mit Messschallplatten und Oszilloskop und so. Und wirst dann feststellen, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Klee-Auto-Tonabnehmer, wobei ich das natürlich bezweifeln würde, dass du mal vielleicht ein Grad höher einstellen musst oder ein Grad niedriger. Ja. Das hat jeder Hersteller, weil alleine beim Ankleben von dem Diamanten ans Bohrstäbchen oder Einsetzen an dem Aluminiumnadelträger, alleine da sind ja schon kleine Variablen. Ja. Und dann setzt du es ein, dann hat das Lager nochmal eine Variable und so weiter. Also da kann sich schon was zusammen addieren und das ist extrem schwierig in der Herstellung. Glaube ich.
Du hast es ja gesehen bei uns, unter Mikroskop arbeiten. Ja. Die Spulen wickeln, den Spulendraht, den siehst du gar nicht. Der ist dünner als dein Haar. Ja, dein Haar hat ungefähr 40 Mikron von der Stärke und unser Draht liegt bei 12 Mikron. Das ist schon eine Nummer. Okay. Und Christian Komm, danke schön. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also sein Kinnhaar. Aber ich finde das so, Entschuldigung, ich finde das so herrlich, dass wir das. Deswegen ist rot geworden. Ja, genau. Die Fertigungstiefe ist ja genau das Ding, was ich so krass finde bei euch. Das ist ja auch meine Lieblingsstory zu Clear Audio im Verkauf, dass ich sage, wo finden wir das in Deutschland, dass wir eine Fertigungstiefe haben, die bei den Spulenwicklungen beginnt, also dass da Leute aus der Uhrmacherindustrie quasi sitzen und sowas wickeln können, weil es ja einfach, du brauchst eine super ruhige Hand und einfach viel Erfahrung sicherlich. Ja, du könntest dir auch einen Automaten anschaffen, aber der würde nicht diese Präzision hinkriegen. Mhm. Der würde auch mit diesem dünnen Draht, es gibt keine Wickelmaschinen, die überhaupt diesen dünnen Draht so wickeln können. Mhm. Also das ist ganz, ganz schwer. Wir haben da auch die Maschinen selbst gebaut, mit speziellen Überrollwicklern, wie man so schön sagt. War ganz lustig, da hatten wir einen Erlanger Hersteller für solche Wickelmaschinen. Die zweite Wickelmaschine, die ist von diesem, die ist dann für MM-Tonabnehmer, für etwas dickeren Draht auch. Und die haben das also beliebäugelt und haben gesagt, wie wir das gemacht haben. Haben gesagt, das erzählen wir denen jetzt nicht. Mach nur was Eigenes. Aber könnt ihr uns so ein Ding bauen? Und die haben also wirklich nach 8 Monaten aufgegeben. Also die haben dann gesagt, kriegen sie nicht hin, weil. Erstaunlich. Also das ist ja gut. Also wenn du dann diese Möglichkeiten hast oder auch musst. Ja? Also, weil gerade beim Tonabnehmer, je leichter die Spulen sind, umso besser natürlich für die Abtastung. Deswegen ja Moving Coil. Ne? Richtig, also, richtig. Sollte dann schon leicht sein. Ist auch wirklich für diejenigen, die zwischen Moving Coil und Moving Magnet sich die Frage stellen. Also Moving Magnet ist eigentlich der coolere Tonabnehmer, weil er viel weniger Probleme bereitet mit den Phonostufen von der Anpassung her. Und gute Rockplatten und alles Mögliche. Das ist tipptopp. Es gibt tolle MM-Tonabnehmer. Habt ihr auch? Das ist schon etwas hochgezüchtet. Mhm. Aber es gibt viele Hersteller, die machen echt tolle Moving Magnet Tonabnehmer. Und das ist auch wichtig, weil du die einfach preislich in eine attraktive Region bringen kannst, allein von der Fertigungsschnelligkeit und von den Materialien und Komponenten. Aber so ein Moving-Coil-Tonabnehmer, der braucht dann schon wirklich Zeit und Präzision. Und das sind so Sachen, die sich dann auch im Preis niederschlagen, wo dann vielleicht auch der eine oder andere die Hände über den Kopf niederschlägt. Aber da ist wirklich wahnsinnig viel Zeit und Präzision und Wille. Also du musst dir vorstellen, du sitzt manchmal am Tag in Gesamtzeit 3 Stunden am Mikroskop. Ja, das musst du wollen. Ja. 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 Und, das ist anstrengend, ja. Ich habe das früher ja selbst gemacht und heute, ich würde es wahrscheinlich nie mehr hinkriegen. Echt. Mhm. Also. Die, was ich auch, wenn wir schon bei MC-Ton haben, die wir jetzt schon gelandet sind, um da mal kurz zu bleiben, ich finde das so interessant, dass wir im Prinzip, also Bohrnadelträger haben wir ja oft und dann den Diamant und dann, klar, die Spulen, die Drähte sind wahrscheinlich immer gleich dick, nehme ich mal an, so bei den MC-Systemen, aber dass die Buddies, also das alleine, ich war die Tage in Käshofen bei einem sehr guten Kunden von mir, Da Vinci, V2 drauf gewesen und da ist die Nadel abgebrochen, weil da wurden Fehler gemacht. Und auf jeden Fall, so ein Austauschnadel, ich meine, klar, ist ja dann nicht gesteckt, sondern ist bei euch ja generell nicht gesteckt, aber da eben ja auch nicht. Also ist so ein Austauschnadel ja schon teuer, weil das System eben dementsprechend kostet. Da Vinci, ich weiß nicht, korrigiere mich, 6.000 Euro oder so aktuell. Und dann, aber der Reiz ist natürlich dann da, mal zu probieren, was geht noch da drüber und dann haben wir halt ein Titanium mal draufgeschraubt. Und ich hätte es mir ja nicht erwartet, dass es so krass ist dann doch. Also der Schritt war ja so krass aus der Packung raus. Du hast vielleicht gemerkt, dass am Anfang jetzt gefühlt für mich am Anfang vielleicht noch ein bisschen stringenter war, so ein bisschen trockener war. Das hat sich aber relativ schnell gelöst und dann war das ja
utopisch gut. Ja. Also das, und das ist ja, glaube ich, der Unterschied, ist, oder? Der Unterschied ist Körper? Zum Glück deutlich hörbar. Hm. Weil der hat natürlich also technische Hintergründe und auch der Körper hat das Material hat auch einen Einfluss. Auch die Form. Deshalb haben wir ja so eine Krone. Krone, danke. Hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Mensch, das muss ich mir merken. Krone. Für ihn gibt es jetzt nochmal einen Kaffee extra. Bitte nicht. Mit Schuss. nein, ernsthaft. Also es ist wirklich, das sind viele Komponenten, die spielen da zusammen. Auch da haben wir natürlich über die Jahrzehnte einen sehr hohen Erfahrungskreis und haben vieles einfließen lassen. Aber wenn du wüsstest, wie viel Aufwand davor in der Selektion von diesen Bauteilen schon ist. Hm. Ja. Wenn dann zum Schluss, gerade beim Titanium und beim Goldfinger, bei diesen Top-Modellen, wenn jeder einzelne Magnet also auf die Passgenauigkeit im Mühbereich und auf die gleiche Fluxanzahl gemessen wird, gematcht wird, gepaart wird und dann nur in diesen einen Korpus kommt, sodass also wirklich alle vier Magneten identisch sind. Die Spulen genauso. Die Spulen müssen dann in dem exakten Wert eingesetzt werden, damit die exakt im Magnetfeld liegen. In den Nährbereichen und so, weil das die genau. Sobald du da eine kleine Abweichung hast, hast du sofort eine Abweichung im technischen Bereich, also was du auch messen kannst. Und das sind dann wirklich, das sind hochgezüchtete Tonabnehmer, wo man manchmal stundenlang und manchmal leider tagelang sitzt und dann den Tonabnehmer dahin trimmt oder die Komponenten immer wieder austauscht und einsetzt, bis du dann dieses technische Ergebnis hast. Das siehst du dem leider nicht an. Aber und das ist auch ganz schwierig zu vermitteln. Hm. Aber dann hast du spätestens dann, wenn du es unterm Tonträger schraubst und am Ton am schraubst und hörst, ne, dann... Genau, dann, also das ist ja wichtig, dass du den Unterschied hörst. Also es freut mich auch hier, dass der Kunde das dann selbst erleben kann und konnte. Schmerzlich ist natürlich, dass die Nadel abgebrochen ist. Hier ist natürlich ganz wichtig, der Tonabnehmer ist ja eine Einheit und komplett verklebt, damit sich die Parameter nicht ändern. Das heißt, bricht der Bohrnadelträger, kannst du da nicht einfach einen Bohrnadelträger dran kleben. Mhm. Wäre es ein Aluminiumnadelträger, super, dann kannst du da eine Hülse drüber stülpen und festkleben und weiter geht's. Okay. Problem ist nur, der Aluminiumnadelträger ist einfach technisch und klanglich deutlich schlechter. Deutlich schlechter, weil der ist nicht so verwindungssteif wie Bohr. Hm. Kannst du auch messen, das siehst du auch im Resonanzspektrum, was sich da tut. Deshalb bei wirklich hochwertigen MC-Tonabnehmern sollten eigentlich nur Bohrnadelträger verbaut sein. Also bei Klee-Audio ist das so. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann das nicht hat oder kann. Oder das kann sein, aber Bohrnadelträger ist wirklich das Maß der Dinge. Okay. Es gibt noch, Saphir, Diamant und da gibt es schon noch ein paar andere Materialien, die echt cool sind, die dann aber auch preislich nochmal einen Zuschlag, einen großen Zuschlag bedeuten. Okay. Aber vielleicht noch eins, wenn ich da reinhaken kann bei den Tonabnehmern mit den Nadelbrüchen. Wusstet ihr, was die höchste Nadelbruchquote eigentlich weltweit ist? Wir führen da Statistiken. Geografisch oder? Geografisch gibt's auch noch eine Möglichkeit, aber jetzt weltweit die höchste Nadelbruchquote oder was ist? Also wirklich so Landläufe würde ich sagen, die Putzfrau, weil so heißt das ja bei uns immer. In der Regel. Er hat recht. Es ist wirklich, die Reinigungskraft normalerweise. Hm. Deshalb sage ich immer, oder wir sagen immer, Leute, bitte immer den Nadelschutz drauf machen. Hm. Wenn ihr nicht zu Hause seid, wenn ihr spielt, gerade wenn ihr das Glück habt und eine Reinigungskraft zu Hause habt, eine Reinigungskraft wird immer dort sein, wo sie Staub sieht. So, und da siehst du halt Staub. Ja. Punkt. Ja. Selbst wenn du eine Abdeckhaube hast, also auch die wird gereinigt und gerne dann drunter. Deshalb da immer aufpassen. Die zweite Nadelbruchquote.
Alkohol. Auf wieder richtig. Richtig, das stimmt, stimmt. Das ist jetzt nicht, weil es bei mir so ich war. Ich wollte gar nicht, wie viel System Also es ist in der Tat, wenn du dann natürlich einfach zu Hause sitzt oder vor deiner Anlage und Musik hörst und es ist mal wieder so ein Abend, wo du noch eine Scheibe auflegst, noch eine Scheibe und der Malbec oder der Zinnfandel schmeckt so gut und du machst noch eine zweite Flasche auf. Ja. Deine Kinder sind vielleicht nicht zu Hause und du genießt es oder mit Freunden. Und dann bist du euphorisch, ja, und dann passieren so genau diese Dinge. Und es ist leider unter Alkoholeinfluss die zweithöchste Bruchrate. Und dann ist immer am nächsten Morgen so, also gestern Abend lief der noch. Ja. Und heute Morgen gehe ich an die Anlage und da macht mein Tonarm so eine komische Bewegung nach innen. Ja. Also auch das haben wir oft, da gab es dann schon mal die ein oder andere Streitigkeit mit dem einen oder anderen Kunden, der sagte, ich war da gar nicht dran, Reinigungskraft oder wie auch immer. Und die dritte höchste Bruchrate, da kommst du jetzt nicht drauf, weil du bist ja heute der Streber hier. Das ist nicht so fassen. Stundenlange Vorbereitung auf den heutigen Podcast. Hau noch einen raus. Die dritte. Da kommst du nicht drauf. Okay. Kommst du nicht drauf. Willst du? Katzen. Nein. Oh, Katzen. Quatsch, Respekt. Ja. Oh. Weil sehr oft, wenn die dann einen Plattenteller sehen, der sich dreht oder einen Riemen und so weiter, sehen die dann scratchen darauf. Die, ne? Ja, genau. Das ist dann die Scratch-Katze. Zack. Und weg. Oh. In der Regel recht teure Modelle. Ja. Die Katzen. Und versicherungstechnisch, ich weiß nicht, wenn du jetzt, stell dir mal vor, mit einem Versicherungsvertreter Haftpflichtversicherung für deine Katze, ich weiß nicht, ob es das gibt. Doch, mit Sicherheit, klar. Für unseren Hund haben wir auch eine Haftpflicht. Aber du kommst in Erklärungsnot, ne? Ich glaube, weil wenn du mal so einen Goldfinger über deine Katze abrechnen willst. Wer war das? Also, wie viel tausend Katzen wollen die versichern, bis sich das wieder lohnt, ne? Erstens das und zweitens, aber ich glaube, dass die Versicherung da ganz gute Karten hat, weil sie sagt, haben sie Sicherungsmaßnahmen getroffen und so weiter. Ja. Nadelschutz nicht drauf und. Ja. Also, entweder Katzen wegsperren. Beim Hören oder lauter machen. Ja. Wobei, also wir haben schon den einen oder anderen Kunden gesehen, wo dann die Katzen sich also dann gerne vor den Lautsprecher legen, wo du dann also schon einen Trommelfellschaden kriegst. Also mein Hund hat damals auch immer mittendrin gelegen und je lauter, desto besser. Das ist interessant. Das ist ja. Ich glaube, also ich habe da eine Theorie. Ich glaube, je verzerrungsfreier, je besser die Anlage ist. Hm. Ah, jetzt, ja, guck mal. Theorie. Ja, sag, Audio. Der Bogen. Schön. Könnte ich mir vorstellen. Also unser alter Hund, der hat auch, der lag gerne beim Musikhören dabei. Und wenn irgendwas nicht gepasst hat oder irgendwas anderes, dann ist der auch mal aufgestanden und hat den Raum verlassen. Ja. Und unsere Susu, unsere Kleine, die auch. Also ist identisch. Ja. Also, meine Katze ist die ersten Jahre immer aufgestanden bei meinem Saxophonspielen. Gut, ich wollte das nur noch. Ja. Das hat aber jetzt nichts mit dem Saxophon zu tun, sondern mit dem Spielen. Mit dem Spieler. Mit dem Spieler, der war richtig. Schön. Ja, und 2005 war das Jahr, wo ihr so das, also du und deine Geschwister, das operative Geschäft von Clear Audio übernommen. Kann man das so sagen? Oder? Das kann man so sagen, ja. Also wir sind glücklicherweise aufgewachsen in und um die Firma. Ja. Alle ungewollt im Übrigen. Also es ist jetzt nicht so, dass unser Vater gesagt hat, du musst oder, sondern es ist wirklich unabhängig entstanden. Und 2005, das war dann mein Bruder und ich. Und dann 2008 kam dann noch die Schwester mit dazu. Mhm. War davor schon mit dabei, aber rein jetzt Firmenanteile und so weiter. Und ja, ich glaube, dass man gesehen hat, dass der Übergang gut vollzogen wurde. Ich glaube, unser Vater ist auch ganz stolz. Jetzt ist er über 78 und ist nicht mehr in der Firma. Also früher kam er natürlich auch noch und jeden Tag. Dann ist leider vor 7 Jahren unsere Mutter verstorben. Das war so ein bisschen auch so ein Knick für ihn, wo er dann einfach mal einmal die Woche kam. Und jetzt, er freut sich, dass er wirklich seinen Ruhestand genießen kann, dass er mal dahin fahren kann, dass er sich in Ruhe in die Sauna setzen kann. Ja, schön.
die Gene hat er weiter vererbt. Das machen wir auch gerne. Wie ist das, wenn man mit... seid ihr in Summe drei Geschwister oder gibt es noch mehr von Nein, euch? Wir sind drei. Wir sind okay. drei ja. Dass ihr alle in die Firma gegangen seid, ist doch spannend. Das hat sich eigentlich wirklich so ergeben durch Zufälle. Plus, Hand aufs Herz, wenn du damit so ein bisschen aufwächst, dann hast du schon so ein Gen. Mhm. Also wir haben uns als Kinder schon mal zum Tonabnehmermessen Taschengeld verdient. Mhm. Ja, wenn es dann hieß, wenn dann größere Aufträge da waren und dann musst du mithelfen. Also das war, glaube ich, selbstverständlich. Und so wie ich das kenne von Freunden oder Bekannten, hat man halt früher auch den Eltern, wenn die selbstständig waren, einfach auch mal mitgeholfen. Ja, das Taschengeld war natürlich nicht unwichtig. Ne? Ja, ja. Nö, das ist ein Anreizfaktor. Nee, wir haben jetzt schon einige, sag ich mal, der zweiten Generation von Familienunternehmen hier im Podcast gehabt. Und das ist eigentlich so unisono immer die gleiche Aussage. Ne? Es ist omnipräsent. Also es war immer Gesprächsthema. Es war aber auch nie ein Zwang dabei. Ne? Also dass jetzt gesagt wurde, okay, du musst jetzt in die Fußstapfen treten. Ja, also wir haben alle schon vorbereitet. Und sondern es war eigentlich immer so reingewachsen, sage ich genau, mal. Genau, ne? Das ist bei uns, glaube ich, sehr gut vollzogen. Verzeihung. Und hat gut funktioniert. Aber wir hatten ja auch ein bisschen Zeit, also es ist ja nicht, ne? Also reinzuwachsen, ist auch nicht einfach, weil wir haben auch Zeiten, so die digitale Zeit, die CD, die hat uns natürlich schon nicht nur Schweißperlen auf die Stirn gejagt, sondern das waren keine einfachen Zeiten. Mhm. Ja, wenn wir da nicht schon auch so im Export unterwegs gewesen wären, das Export ist unser Rückgrat, das kann man wirklich so sagen. Also gerade USA, China, das sind schon andere Stückzahlen. Also so alleine von Deutschland könnten wir definitiv nicht leben. Mhm. Von Europa. Aber schwierig. Wie kommt das? Also wie schafft man das als deutscher Hersteller aus Erlangen? Jetzt ja nicht unbedingt dein Kern des Schaffens, so weltweit gesehen. Und wie kommt das, dass ihr, oder wie kam das, dass ihr Export so stark geworden seid, international? Durch OEM oder durch, ich weiß nicht. Also OEM war ein kleiner Teilbereich, gerade im Tonabnehmer, man hat dann für den einen oder anderen Hersteller so Sondermodelle gemacht. Ja. Da war OEM noch nicht so wichtig, also auch insgesamt, da waren's die Hersteller haben ihre eigenen Produkte hergestellt in der Regel. Oder zugekauft, ganz normal. Aber es war natürlich schon schön, wenn du deine Produkte im Ausland gesehen hast und wenn du dann Testberichte aus dem Ausland. Das war, glaube ich, immer sowas, was gut getan hat. Wenn du im Ausland gute Testberichte hattest, dann hat das schon einen Einfluss auf deinen Heimmarkt oder auf andere Märkte. Und ich glaube, das war für mich schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, wir müssen gucken, dass wir im Export gut dabei sind, weil das immer wieder andere Märkte auch beeinflusst hat. Mhm. Und man hat die Effekte recht gut sehen können. Mhm. Und das ist ja dann auch vom wirtschaftlichen Faktor her jetzt nicht negativ zu sehen. Ist ja viel stabiler. Ne? Also einfach das Regionale ist ja viel besser verteilt. Das sagen ja eigentlich alle kleinen, also in Anführungszeichen kleinen deutschen Halbhersteller im Verhältnis jetzt so, natürlich jetzt eine Nummer am Weltmarkt, aber ja von dem Manpower sind es ja kleine Firmen im Verhältnis zu jetzt Marantz oder so. Und dass das sich gut verteilt. Das ist und diese großen Laufwerke, die ich ab und zu bei Instagram sehe, wenn ich euren Instagram-Account verfolge, jetzt so, also statementmäßig, dann ist das ja wahrscheinlich tendenziell nicht immer in Deutschland geparkt. Da würde ich jetzt sogar sagen, leider sicherlich nicht der Hauptmarkt in Deutschland. Was schade ist, finde ich auch, wirklich schade. Ja, es gibt Statements in Deutschland, aber auch hier gibt es eigentlich schöne Anekdoten. Pro Kopf die meisten Statements, die wir verkauft haben, da würdest du jetzt auch nicht drauf kommen, welches Land das ist. Pro Kopf, also in Abhängigkeit von den Einwohnerzahlen. Ne? Schweiz ist nicht schlecht, ja, aber die Schweizer waren es nicht. Okay. Hongkong? Hongkong ist... ist nicht doof, ja. Ist nicht schlecht, ja. Du bist schon nah dran. Nah dran. Nah dran. Dann kann es ja nicht China sein, oder doch?
Nee, nee, China ist ja. Weil das wäre ja krass, was, genau. Ich meine, was nah dran ist, geografisch ist. Also ja, mittlerweile ist China wirklich also als Kunde ein sehr, sehr großer Markt oder der zweitgrößte Markt nach USA. Nach USA, der zweitgrößte Markt mittlerweile. Total verrückt. Wahnsinn. Ja. Aber die meisten Statements pro Kopf, gemessen an der Einwohnerzahl, sind nach Slowenien gegangen. Das gibt es doch nicht. Ja, genau. Ja. Aber da würde ich sagen, das können wir doch dann auch. Genau. So. Ja, nichts gegen die Slowenen, aber das können wir doch dann richtig, auch. Richtig, genau so sehe ich das auch. Ich habe auch einen Bestellzettel schon mit. Ja, one to go, one to show. Ne? Aber so. Auch da, das sollten wir einfach auch mal eine Hausmesse machen. Dass wir im Prinzip sagen, okay, lass uns die mal aufbauen und dann auch entsprechend promoten und dass dann wirklich Leute kommen können und sich das anhören können, ansehen können. Sehr gerne. Also wir haben ja immer wieder Events hier und da werden wir sehr offen für. Haben wir ein weiteres Motto. Ja. Cool. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, so ist, aber der Export, das ist unser Rückgrat, wie wir schon gesagt haben. Und jetzt momentan USA und China und wie du vorhin schon gesagt hast, also das ist nicht unwichtig. Also gerade in so Krisen 2008, ohne Export, wenn dann mal so der Umsatz um 30% einfach mal kurz runtergeht und dann 40%, dann kannst du schon froh sein, wenn du im Export ein bisschen was machst. Schlechte Nächte. Ja, ja, also wir sind durch alle Krisen wirklich bis jetzt gut durchgekommen. Mhm. Aber das liegt dann auch daran, dass du dann halt Gürtel enger schnallst, dass du deine Mitarbeiter natürlich auch mitnimmst, sagst, Jungs, jetzt wird es eng, jetzt wird es haarig. Mhm. Und jetzt die letzte, ich würde es jetzt nicht als Krise, sondern da kann man sagen Herausforderung, sicherlich die Pandemie. Das ist, glaube ich, für alle eine Herausforderung in diversen Bereichen gewesen, aber auch für uns. Gerade am Anfang, keiner wusste ja, was auf uns zukommt. Also keiner. Am Anfang war voll. Sicherlich ist es müßig, jetzt auch darüber nochmal zu reden, aber da hast du gesehen, okay, jetzt geht erstmal gar nichts. Die ganze Welt ist zu. Da hast du dann schon Gedanken, wo du sagst, das geht nicht lang gut. Dann fängst du an, Geld zu zählen. Was hast du auf dem Konto? Mitarbeiter, Gehälter. Dann kam relativ zügig die Nachricht, okay, wir machen da vom Staat im Prinzip das Kurzarbeitergeld. Das sind sicherlich ganz wichtige Mechanismen gewesen für die deutsche und europäische Industrie. Dann kannst du schon wieder ein bisschen ruhiger schlafen, weil du weißt, okay, es wird etwas abgefedert. Und dann glücklicherweise, muss man auch sagen, relativ schnell, dadurch, dass einfach die Leute wirklich zu Hause waren und nicht auf Konzerte waren. Dann war die Nachfrage nicht nur plötzlich da, die Nachfrage wäre 600-fach. Wahnsinn. Das ist auch das ist schön, aber dann das birgt echt andere Probleme. Da hast du dann wieder schlaflose Nächte, weil du weißt nicht, wie oder was du zuerst machen sollst. Aber ich meine, in so einer Situation, alle reden drüber, dass man das nicht nur outsourcen soll und zu global produzieren soll und so. Ne? Und ihr seid ja wirklich da wahnsinnig vorbildlich in dem Sinne. Also ich meine, ihr hattet ja schon, einige Sachen werden ja aus dem Ausland kommen, muss ja immer so sein, wenn sie Diamant schleifen, keine Ahnung, macht das jemand in Deutschland, ich weiß nicht. Das kriegen wir aus Japan zum Beispiel. So, das ist ja bei vielen so, aber jetzt, sonst, ich meine, auch selbst eure Pommes-Teller kommen ja irgendwie aus der Region. Und richtig, das ist ja richtig. Jetzt nicht das war natürlich schon ein Vorteil für uns, weil wir immer versuchen, Zulieferanten in der Nähe zu haben. Das geht heute nicht mehr in dieser globalisierten Welt. Du hast dann, die kommen schon aus ganz Deutschland und Europa. Du hast natürlich auch bestimmte Komponenten, die musst du in Asien kaufen. Da kommst du nicht drum rum. Aber grundsätzlich, dass wir diese Kirchturmpolitik betrieben haben, möglichst immer bestimmte Bauteile aus der Nähe oder aus der Region, das war gut. Allerdings dann auch, wenn die natürlich kein Rohmaterial bekommen, dann können die dann auch nicht. Und da haben wir gesehen, sicherlich für Deutschland, ja, okay, da sind wir schon in gewissen Abhängigkeiten. Ich glaube, dass man auch daraus gelernt hat. Wir haben auch daraus gelernt.
Ja, und wir haben das Lager auch schön aufgebaut, also zum Leidwesen der Inventur. Ja, unangenehm. Ja, das sind immer so Sachen, wo dann der Steuerberater sagt, muss das sein? Ja, genau. Und du so, ja, das muss sein. Zum Jahresende sollte ich noch so ein Sale machen. Wie viel Drähte? Genau. Es ist halt wirklich dieses Just-in-Time und so weiter, das ist alles nice, aber die Realität da draußen, wenn eine Schraube fehlt, dann steht da eine Produktionslinie. Mhm. Ich meine, wir haben das ja bei Plattenwaschmaschinen gesehen. Ja. So. Also da haben wir immer noch einen Nachlauf. Gab es da nicht LEDs oder so, die irgendwie nicht mehr da waren? Ich weiß nicht mehr genau, irgendwas war da. Das Schlimmste war eigentlich da, das vielleicht zum Thema Kirchturmpolitik, das kann dir dann auch wirklich, da kann es dann egal sein, wo du es herholst. Die Schwimmer, die für die Füllstandsanzeige waren deutsche Hersteller. Und die haben wir dort immer bezogen und dann haben wir wieder im Prinzip unsere Jahresmenge bestellt plus X. Und dann sagt er uns, ja, das ist jetzt abgekündigt. Das gibt's nicht mehr. Und wir so, na super, danke dafür. Wir kaufen ja jetzt seit Jahren genau dieses Teil ein. Habt ihr denn was Adäquates? Nö. Okay, könnt ihr eine Sonderserie für uns bauen? Nö. Gar kein Problem. Genau, also hochmotiviert, lösungsorientiert daran zu gehen. Ganz toll, ganz toll. Da stehst du dann schon da und beißt dir wirklich echt in den Finger und sagst du, das gibt's doch nicht. Ja. Und dann sagst du, okay, nach vorne gucken, dann besorgen wir halt einen anderen Schwimmer. Hm. Pustekuchen. Das ist nicht so einfach. Also das Teil, was wir da so hatten, das war für eine Spezialanwendung. Du hast ja die Elektronik und die Software auch darauf ausgelegt. Ja, klar. Das heißt, du kannst da nicht einfach irgendeinen Schwimmer nehmen und dann einfach dran löten. Vereinfacht ausgedrückt. Das geht nicht. Bis wir schlussendlich dann unseren eigenen Schwimmer gebaut haben. Nee. Ja, das ist ein Rohr mit speziellen Kontakten und außenrum geht dieser Magnet mit den anderen Kontakten, der dann entsprechend je nach Position auslöst in der Position. Hört sich einfach an. Auch das haben wir eigentlich in der Rekordzeit von drei, vier Monaten fertig entwickelt, bis es dann produziert wurde. Wir gingen dann unterm Strich von der Meldung, wir kriegen diesen Schwimmer nicht mehr. Wir hatten natürlich noch ein bisschen Lagerbestand, aber du weißt in der Situation, das reicht hinten und vorne nicht. Ja. Haben wir dann 9 Monate gebraucht, bis wir den neuen Schwimmer hatten. Aber es war trotzdem dann 6 Monate fast Produktionsstillstand mit der Doppelmatrix. Wahnsinn. Das sind Sachen, die machen echt keinen Spaß. Ist das denn, entwickelt ihr das dann selbst? Das ist ein schönes Beispiel. Ja. Oder ich sag mal, die Nähe zur Universität in Erlangen hilft da mit Sicherheit doch auch, oder? Jetzt Know-how abzuziehen, Personal abzuziehen. Die hilft in Form von Praktikanten zum Beispiel, die bei uns Praktikum machen wollen oder können und müssen. Da hast du immer wieder auch Jungs, wo du sagst, hey, wir haben da so ein Projekt, das sind die Anforderungen. Kannst du dir das vorstellen als Projektarbeit? Mhm. Ja, und das sind dann schon Symbiosen, die sind wirklich gut und hochwertig, weil alles selbst abdecken wird schwierig. Mhm. Auch manchmal müssen wir ein externes Ingenieurbüro beauftragen mit bestimmten Sachen. Mhm. Wir versuchen, so gut es geht, es selbst zu machen. In dem Fall haben wir es selbst gemacht, unser Marco. Der hat dann also, da gehen viele Wochenenden drauf, ja, nochmal zusätzlich, weil der hat ja seine normale Arbeit. Ja, ja. Und das ist jetzt so, das muss jetzt aber auch noch. Ja. Und das ist nicht irgendwie so, kannst du mal bitte, sondern das musst du irgendwie bitte. Ja. Da haben wir auch, glaube ich, unendliches Glück, wenn du dann solche Mitarbeiter hast, die mit Herzblut an der Sache sind und das auch wirklich wollen und dann durchziehen und zusätzliche Zeit da nochmal reinbringen. Davon leben, glaube ich, so Firmen wie wir von dieser Symbiose von Mitarbeitern, die so ein Unternehmen auch mit nach vorne bringen wollen und mittragen. Das ist ja auch ein leidenschaftliches Thema. Ich wollte ja keine Kühlschränke. So, ist ja cool irgendwie. Man kann sich ja damit identifizieren. Wobei, also für Kühlschränke hätte ich schon geile Ideen. du kannst schon schau mal einen Kühlschrank heute an, bitte. Natürlich meine ich das ernst. Wir wollen nur ein bisschen nachbohren für die Neuigkeiten. Ja, genau.
Da hast du einen Plattenspieler im Kühlschrank, also bitte. Aber wenn wir jetzt also von Fertigungstiefe reden, sprechen wir bei euch ja wirklich, also dann im, gut, die Lautsprecher lassen wir außen vor, weil die gibt es ja quasi nicht mehr, oder gibt es ja nicht mehr. Aber wir haben eben vom System angefangen, ja, über die Arme, die ihr selber baut. Ja. Da ist ja jetzt, wir haben es im letzten Podcast noch erwähnt, auch der Profiler dazugekommen. Ja. Ich muss die Frage stellen, ihr habt 3 verschiedene Arten von Armen. 4. Mein Gott. Also der 2-Punkt gelagert ist ja so der klassische. Ja. Würde ich sagen. Selfie Cardani ist der Profiler, der Tracer und so. Dann à la Magnify, also Magnet gelagerte Tonarme. Dann die 1-Punkt gelagerten Tonarme habt ihr auch noch, ne, der von unten greift. Dann haben wir tangentiale Tonarme. Ja. Einer der ganz wenigen am Markt, die überhaupt noch tangentiale Tonarme bauen. Ja. Also ist ja schon verrückt, aber wie kommt es, dass man 4 verschiedene Systeme gleichzeitig sich auch erlaubt in der Herstellung, also so vom Aufwand her, und wie, in welchem, ne, Kontext würdest du denn jetzt einen Tonarm auswählen? Ist jetzt gemeine Frage, aber. Tangential Tonarme muss sein. Punkt. Wenn du hochwertig Musik hören möchtest von der Schallplatte, kommst du an einem Tangential Tonarm nicht vorbei, weil der einfach technisch bestimmte Vorteile hat, die der Drehtonarm gar nicht hat, haben kann. Ja. Wie viel Spurwinkel, der einfach etwas leichte, höhere Verzerrungswerte liefert, und Antiskating. Der Tangentialtonarm hat kein Antiskating. Und Antiskating ist jetzt auch keine konstante Kraft. Ja? Ja. Es ist also eher so eine Halbellipse, die am Anfang weniger Kraft hat, dann steigt die Kraft an und dann sinkt sie leicht wieder ab zum Schluss. Das ist eine schwer zu beherrschende Komponente beim Einstellen. Mhm. Und das hat der Tangentialtonarm nicht. Und wir haben es auch geschafft, damals mit dem Prinzip und Patent von Souther, die Firma haben wir gekauft in den USA damals. Und das haben wir wirklich konsequent weiterentwickelt, und unsere Tangentialtonarm sind heute, wir versuchen da auch mit dem TT5, unseren Einsteiger-Tangentialtonarm, on vogue zu machen. Mhm. Ich glaube, das ist gut gelungen, weil der nicht nur schön aussieht und auch preislich für den Tangentialtonarm nicht unattraktiv ist. Nee. Die größeren Tonarme sind dann natürlich auch produktspezifisch dann entwickelt, vor allem der TT1 für ein Statement oder TT1 ja, für ein Master Innovation, damit das natürlich auch optisch und preislich zusammenpasst. Wir haben TT3 gerade drüben auf dem Innovation drauf, Innovation Compact mit dem TT3 drauf. Mein Lieblingstonarm. Ist kleinlich der Hammer. Ja. Ist nur halt natürlich auch vom Einstellen her ein anspruchsvollerer Arm. Anders. Weil ist ja schlimm, dass anspruchsvoll ist. Also ich finde das ja cool, macht ja Spaß. Richtig, aber du bist es nicht gewöhnt. Genau. Ja, du bist den Drehtonarm gewöhnt, ja, damit umzugehen. Ja. Das ist das, was leider dem Tangentialtonarm immer noch so ein kleines Damoklesschwert ist. Hm. Auch aus den 70ern und 80ern gab es halt einfach viele Modelle, die immer wieder einfach Probleme gemacht haben. Und das hängt ihm schon auch hinten nach. Ja, Drehtonarme, ganz klar, klassisch, gehört dazu. Und dann haben wir den Einsteiger-Tonarm beim Concept, der ja, dann mit dieser Magnetlagerung, das ist ein Hamburger, der das mal entwickelt hat, damals hieß der Exakt-Tonarm. Und wir fanden dieses Prinzip einfach gut, weil die Aufgabe war ja, einen Tonarm herzustellen, der möglichst schnell in der Fertigung zusammenbaubar ist. Ja, okay. Und da sind wir auf dieses Prinzip gestoßen. Und er ist auch klanglich. Ist der wirklich, dadurch, dass er enorm wenig Reibungswiderstände hat, klar, ist das echt, das ist Preis-Leistung, ist das ein ganz, ganz toller Tonarm. Auch hier wieder natürlich dadurch, dass der magnetisch angezogen wird, hast du das Gefühl, wenn du anfährst, dass er so leicht instabil ist. Mhm. Ja gut, das ist ja das nicht schlimm, finde ich. Das ist irgendwie ganz lustig. Ja, du. So. Also, okay. Du bist ja auch wirklich flexibel. Aber es gibt dann schon den einen oder anderen Kundenkreis, der sagt, das ist mir dann doch ein bisschen zu hakelig vielleicht. Ja, okay. Und dafür, den Satisfy-Kanal. Genau, dafür gibt es dann den Satisfy zum Beispiel. Ja. Lustig. Also ich finde das total spannend. Mhm. Verschiedene Laufwerke. Gehen wir noch kratzer drauf, oder? Ja. Wir sagen, also ja, wir fangen ja an beim Konzept, jetzt auch in den spezielleren Farbausführungen. Also wir haben ja, ich habe den Namen vergessen, mit dem goldenen... Rose Gold. Ja, Konzept.
Ne, der Konzert ist doch mit den. Ist der Rose Gold? Ne, das wäre der Performance. Genau, deswegen. Also, ich meine, der mit dem. Der, wie nennt ihr den? Weiß gar nicht genau. Der Konzert. Den, Edition? Der ist, ja, Edition. So, genau. Ja, mit, dem, mit, der, mit der Gold- und Silber. Mit dem Anantella und genau. Ja. Ja. Naja, das ist einfach mal auch entstanden, um in die Bereiche vorzustoßen, wo jemand sagt, es soll zu meinem Interieur passen. Mhm. Und Weiß ist ja sehr gerne gesehen im Wohnzimmer. Und wenn sich das integriert, und auch da hatten wir mal zum Beispiel mit den Phantomlautsprechern, das hatten wir auf der Messe aufgebaut, das war eine tolle Kombination, mhm. Plattenspieler, Phantomlautsprecher, über ein Aktivmodul, was wir leider momentan, das war auch in der Pandemie, konnten wir leider nicht liefern. Super. aber das war eine tolle, schnieke kleine Kombination. Es gibt einfach Leute, die wollen die Platte nutzen, wollen aber dann nicht so viele Verstärker und große Lautsprecher sehen. Es gibt auch immer den Wife Acceptance Factor. Yep. Ne? Und der ist wichtig, insbesondere in Deutschland. Hm. Ist auch gut so, weil sonst würden schon einige Wohnzimmer wirklich wüst aussehen. Das war jetzt ein Kompliment für die Damenwelt, gell? Aber das ist verstanden. Ja, das stimmt. Na, über dem Konzept, also Konzept als Einstieg, den immer markiert, also generell sind es, glaube ich, immer Dreibeiner, ne? Ja. Dann kommt ein Performance DC, der ja dann schon massiger ist und solider ist, auch von den Füßen etc., von über den gehen wir dann im Prinzip so Ovation und Innovation. Richtig, der Performance hat auch schon das Magnetlager, das hat der Concept noch nicht, ja, auch aufgrund von preislichen Situationen und also Gestaltungen. Der Teller schwebt quasi. Genau, der schwebt auf so einem Magnetfeld, welches aber durch die Keramikachse nicht nach oben transferiert wird. Das ist ja recht wichtig, gerade für den Tonabnehmer bei der Abtastung. Mhm. Auch da haben wir ein Patent auf diese spezielle Kombination. Deswegen die Keramikachse? Die Keramikachse ist ein wichtiger Baustein in diesem Patent. Witzig, ja. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja, wenn du eine Metall... Stahlachse hast. Das war ja einfach. Ja, super. Ich dachte vielleicht, Keramik wäre einfach mit geringeren Toleranzen oder so. Das hat es doch für sich. Also diese Keramikwellen, die kommen ursprünglich aus Präzisionsdruckerwellen. Okay. Die sind hochpräzise. Ja. Und haben natürlich von der Oberflächengüte sind die halt auch nochmal echt top. Also da kannst du polieren, wie du willst, aber da ist diese Keramikoberfläche ideal geeignet. Ja. Verrückt. Extrem geringer Reibungswiderstand. Dadurch hast du natürlich auch nochmal automatisch deutlich geringere Rumpelfaktoren. Ja, mehr Ruhe dann drin beim Richtig, Laufe. Genau. Und Ovation und Innovation dann ab dann der Teller ausgeführt mit der Gleichlaufkorrektur quasi, ne, dass es abgetastet wird. Hast im Prinzip unterm Teller ein Stroboskop. Jeder kennt ja diese Stroboskopscheibe, die du auflegst oder die oft am Tellerrand bei Technics, ne? Ist die ja integriert, wo du dann einstellen kannst. Das haben wir unterm Teller. Allerdings, wenn du die Stroboskopscheibe siehst, dann hat die nicht ihre 192 Striche, sondern hat die einfach 1892 Striche. Also ist einfach mal 1800-fache feiner. Okay. Cool. Und dadurch natürlich auch präziser. Mhm. Genauer. Verrückt. Also ähnlich wie die 300 Hertz Strobolampe, die ihr im Koffer habt. Die dann auch nochmal, einfach nochmal ein Quäntchen genauer ist. Das sind so Sachen, die vielleicht auch Clear Audio ausmachen, dass man da nochmal nach einer anderen Möglichkeit sucht, vielleicht was, nicht vielleicht, sondern wirklich was besser zu machen. Und das gelingt uns eigentlich recht gut. Zum Glück. Viel gelernt. Ich habe nur eine spannende Sache auf eurer Seite, nee, auf eurer Seite habe ich das nicht gesehen, sondern ich habe das im Netz gelesen, dass ihr mit der Universität Erlangen noch eine zweite Firma gegründet habt, die sich auf regenerative Energien bzw. auf die Technologien drumherum spezialisiert haben. Das fand ich ganz faszinierend. Wir hatten auch eine Zeit lang, die Firma haben wir verkauft mittlerweile. Ah, okay. Das war eigentlich... ein ganz normaler Evolutionsschritt, wenn du sagst, Mensch, wir müssen noch irgendwas machen, ein anderes Standbein. Mhm. Ne?
Und weil, wer weiß, analog oder wenn dann mal wieder so Krisenzeiten sind, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn du auch woanders unterwegs bist. Und da kamen wir auf die Brennstoffzelle. Und auch fertigungstechnisch durch unsere CNC-Maschinen konnten wir also bestimmte Membranen dazwischen sind so Titangitter und da kommt es auf wirklich Präzision an. Da haben wir sehr, sehr viel gemacht und haben dann so kleine Brennstoffzellen entwickelt und kleine Elektrolyseure. Und da haben wir dann also für die Uni dann auch Brennstoffzellen gebaut, haben dann so Systeme gebaut zu Schulungszwecken. Und wir haben auch für einen großen deutschen Automobilhersteller Testzellen gebaut. Also war nicht schlecht, weil es war eine coole Zeit, muss man ganz klar sagen. Und dann kommen dir so Ideen wie, so Mensch, Brennstoffzelle zu Hause für die HiFi-Anlage. Ja. Also eine der Ideen, die ich hatte, war, lass uns eine kleine Brennstoffzelle für den Plattenspieler bauen. Plattenspieler, Brennstoffzellenbetrieben, Green Energy, Riesenvorteil natürlich, wirklich losgelöst vom Netz. Du hast also keine, brauchst keine Filter, egal was, sondern du hast dann eigenen Strom. Und der ist sauber. Und dann noch green. Wir haben da auch ein paar kleine Versuche gemacht. Also ich am Wochenende. Herrlich. Na klar, das sind so Sachen, da willst du dann schon das eine oder andere Wissen machen. Cool, aber du musst natürlich auch gucken, macht das Sinn? Ja. Passt das auch ins Marketing? Und ist es dann auch sinnvoll bezahlbar? Ja, genau. Das und da kamen wir dann also recht schnell leider in diese Stufe, wo du sagst, okay, wenn wir da jetzt weitermachen, dann müssen wir wirklich, wirklich nochmal enorme Investitionssummen da in die Hand nehmen, um das in die nächste Stufe, also in den Next Level zu bringen. Und da reden wir nicht von ein paar hunderttausend Euro. Und hatten dann auch schon das ein oder andere Patent in dem Bereich. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist von der Belastung her nochmal so viel, was wir jetzt uns dann aufbürden würden und haben dann das soweit gut verkaufen können mit den Patenten, mit dem weinenden Auge, weil das wirklich... Ja, sicher, ja, das ist ja dann schon Herzblut reingeflossen. Da ist viel Herzblut reingeflossen. Also das sind sehr, sehr viele Überstunden, Wochenenden und auch Technologiereisen, was du da so mitgenommen hast, da ist extrem viel mit reingeflossen. Ja. Aber auch das hat wieder Vorteile gebracht, dass du bestimmte Sachen mitgenommen hast in die Firma und wieder Prozesse verbessern konntest, ändern konntest. Also unterm Strich positiv, es hat ja auch ein bisschen Geld gebracht. So ist es auch nicht. Ne? Also konnte man damit jetzt die kommenden Neuigkeiten zum Beispiel eben entwickeln mit dem Geld, wo wir doch jetzt bei einem interessanten Thema, weil ich mein neue MC-System, das ist ja der Oberhammer. Hast du so einen kleinen Zeithorizont für uns? Na, ich hab so einiges für euch. Also aussprechlich. Also, also vielleicht noch dazu, sicherlich, wenn du dann einen kleinen Geldsegen hast, dann investierst du das normalerweise in Maschinen, in neue Maschinen, Technologien, Möglichkeiten, so wie wir das auch getan haben. Da war dann eine Fünfachsmaschine, die stand an, lauter so Sachen, die sind ja auch wichtig, die bringen dich in jedem Falle weiter. Ja. Gerade für neue Produkte, für die Fertigungstiefe. Und auch da wird sicherlich jetzt für die nächste Zeit, was ich schon mal vorankündigen darf, es wird in der Concept-Serie, da wird es also eine Neuerung geben, da wird es eine sogenannte Signature-Version geben. So, das kann ich schon mal sagen. Alles andere dann sicherlich bei euch auf dem Channel. Ab Ende Oktober sozial medial zurückgeschossen. Ja. Sollen wir nicht da ein schönes Video vorab drehen und das zum Oktober oder was sowas?
Also können wir sicherlich was machen, dass wir da so ein Teaser machen. Wir haben schon also Videos, die Promotion für dieses Projekt ist soweit im Kasten, wie man so schön sagt. Aber dann ist er jetzt frei quasi, dann steht er ja jetzt nur rum bei denen. Bei uns steht nichts rum. Das wird immer gebraucht, das haben wir eben gelernt. Ja. Erstens das, zweitens, wir sind jetzt dabei, diese Null-Serie, die Prototypen-Serie ist beendet, die Null-Serie wird jetzt gebaut und davon können wir sicherlich ein Gerät abeisen. Ich werde jetzt gleich, wenn ich dann leider weiter muss, werde ich versuchen, dass wir ein Gerät für euch freimachen. Ja, cool. Wir müssen dann nur natürlich abstimmen, wann. Dass ihr mit die Ersten seid. Das sehr, sehr gerne. Das kriegen wir hin. Wir arbeiten an einem neuen Tonabnehmer, an einer neuen Gehäuseform. Oh. Hoffentlich bis Ende des Jahres, ansonsten wird es halt Anfang des Jahres. Mhm. Auch da habe ich mittlerweile wirklich gelernt, ob das jetzt zum Weihnachtsgeschäft noch sein muss. Lieber passt alles und dann, wenn es halt nicht so gut läuft, ist halt dann Januar oder Februar. Ist schade, aber gut Ding will Weile haben. Nach dem Weihnachtsgeschäft ist vor dem Weihnachtsgeschäft. Ja, genau. So gesehen hast du absolut recht. Es ist zwar eine durchaus interessante Zeitspanne. Nein, das sowas passiert einfach in der heutigen Zeit, weil es ist manchmal nicht immer einfach. Ja. Also da arbeiten wir dran. Wir arbeiten an dem schönen neuen großen Drehtonarm. Der hat so richtig einiges für sich. Sind schon einige Bilder geleakt von der 45-Jahr-Feier. Auch da empfehle ich dir das Video von der 45-Jahr-Feier sich anzugucken. Da sieht man ein paar Insights bei Clear Audio. Die Fidelity hat jetzt gerade auch online wieder nochmal ein paar Bilder von dem Event gezeigt online. Also da kommt was richtig Schickes. Wir arbeiten an einer kleinen Waschmaschine. An einer noch kleiner? Ja. Okay. Ja, einfach eben, um zu zeigen, ja, wir können wirklich Profi, aber wir schauen, dass wir natürlich untenrum auch nochmal ein Qualitätsprodukt. Misst sich dann nicht mit Geräten mit 500 Euro, nein, das nicht, aber es soll dann trotzdem preislich stark. Gut sein, also gut positioniert sein, aber trotzdem qualitativ wirklich echt hochwertig. Weil die großen Dinger, also die großen Waschmaschinen sind einfach state of the art, finde ich. Also ich finde, das ist ganz groß. Die können auch ausgeschaltet sein. Also das ist die stehen da genauso und wie oft haben wir Kunden, die sagen, oh, was für ein schöner Plattenspieler. Ja. Ich, der klingt nicht. Der, also anders als du denkst, aber. Aber das ist wirklich, das ist echt ein Bereich. Ja. Auch da ist, glaube ich, für euch im Handel ist glaube ich, echt schön zu sehen, wenn du jemanden hast, der sich mit Plattenwäsche noch nicht so beschäftigt hat und dann sagst du, pass auf, setz dich hin. Du nimmst eine Platte, am besten eine neue Schallplatte, entsiegelst sie, legst sie auf und du hörst das ein oder andere Stück und dann sagst du so, pass auf. Und dann wäschst du sie und spielst sie nochmal ab. Ja. Du hörst ja schon bei einer neuen Schallplatte, was so eine Plattenwäsche wirklich ausmacht. Man könnte sagen, so ein Schleier ist quasi vom Hochtöner entfernt worden oder ich sage immer, der Socken ist weg. Solche Effekte und das ist, glaube ich, das Schöne in unserem Metier, wenn man sagt, hier, wir haben da was und da bringen wir wieder etwas nach vorne und du kannst es wirklich hören. Ja. Genau, es ist kein Voodoo, sondern du hast A, B, du weißt direkt, was Sache ist. Ja. Und es gibt, glaube ich, auch nichts Schöneres, wenn der Kunde es sagt, selbst sagt, Mensch, Wahnsinn, hätte ich ja niemals gedacht. Ja. Weil wir kennen es ja sehr, sehr oft oder sehr gerne, wenn ich so im privaten Kreis, wenn ich sage, komm, lass uns mal einen schönen Rotweinkäseabend wieder im Showroom machen und jeder bringt noch einen Kumpel mit und jeder soll eine Schallplatte mitbringen. Ja. Und dann, wenn du dann so sagst, ja okay, also wir haben jetzt hier mal 500.000 Euro Anlage, sagen die, und wenn die dann Musik hören und das geht immer bis 1, 2, 3 Uhr früh, immer. Ja. Ja, jeder sagt, hätte er nie gedacht, dass man so toll Musik hören kann. Ja. Das ist vielleicht das Schwierige, dass wir über dieses Erlebnis dann wirklich die Kunden kriegen.
Aber bis du zu diesem Erlebnis kommst, das ist, glaube ich, das ist eure Aufgabe. Aber das ist doch das Schöne. Also ich finde ja, also das ist für mich ja der Punkt, warum ich HiFi eigentlich so einfach auch finde und so schön, weil das so ein Erlebnis ist. Und wo kriegst du sowas Tolles noch gezeigt? Ne? Also du gehst mit Erwartung gefühlt ja oft heute null in einen Laden, kaufst vielleicht, suchst quasi ein Ersatzprodukt für dein Radio, ne, Sony, und kommst dann hier hin und hörst Musik und erlebst das. Und er weiß dann wieder, also dass sich das emotional so berührt, und dann ist es halt eben genau das, wo dann so eine Marke halt greift mit ihrer langen Historie und den Aufrüstmöglichkeiten und dem Aufsteigen. Ja, das, halt das macht wahnsinnig viel, und das, ich glaube, das macht uns alle glücklich und stolz, wenn du dann jemanden da hast, der da sitzt und dann vielleicht sogar schon fast Tränen in den Augen hat vor Freude oder Emotion. Das macht mich persönlich immer echt glücklich. Ja, das ist über die Jahre ist das verschwunden gegangen. Vor unserem Podcast haben wir auch ein bisschen gesprochen, hattest du ja gesagt, ne? Früher war 78 war eine andere Zeit. Ja. So, und da war HiFi natürlich noch ganz anders im Stellenwert als das, was wir heutzutage haben. Und es ist so ein bisschen verloren gegangen. Natürlich bist du jetzt von Musik umflutet mit Streamingdiensten und du hast mittlerweile die Möglichkeit, alle Musik der Welt zu bekommen. Das ist auch schön, aber dieses Zelebrieren, ne, und auch diesen notwendigen Invest, der davor steht, um das auch zu bekommen, der muss nicht immer fünfstellig sein, der muss nicht immer sechsstellig sein, aber du kriegst es halt nicht mit 199 Euro hin. Und das muss man sich einfach so vor Augen halten, das ist ein bisschen verloren gegangen, und deswegen, da hast du recht, das ist unsere Aufgabe, die oder denjenigen hier reinzuführen und sagen, pass auf, setz dich hin, die fünf Minuten musst du dir jetzt nehmen. Also abschließend brauchen wir mehr Käse-Rotwein-Abend. Mehr Käse-Rotwein-Abend kann ich empfehlen. Hat nur Nachteile, das sieht man an meinem Bauch. Weil, also ich liebe. Also Käse war es. Also guter Käse und Rotwein, meine Herren. Und das einfach gepaart mit toller Musik. Ja. Das sind Highlights. Nicht nur Highlights, sondern das ist ja Lebensqualität. Ja. Das ist ja, und du kannst es ja ausrichten. Es gibt Leute, die sagen, wenn ich meinen Porsche ausfahre und den Motor höre, dann ist das ein Highlight für ihn. Wenn ich Tennis spiele und immer wieder ein Ass spiele, dann ist das ein Highlight. Also es gibt ja so viele Sachen im Leben, die dich packen. Aber Musik hat halt einen riesen Vorteil. Es packt alle. Ja, das stimmt. Ja. Und egal, was du auflegst, wann, und jeder hat seine Erinnerungen. Und bei der Schallplatte, insbesondere bei der Schallplatte, ist jeden, den du fragst, was war deine erste Schallplatte? Genau. Geil. Ja. Und eigentlich fast jeder weiß es. Ja. Das sind schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Absolut, genau, zur Musik. Zur Musik. Das ist genau das. Das ist genau. Ich habe jetzt befürchtet. Jetzt wird ja alle sagen: Oh je, der junge Suchi, der komische Musik. Wir müssen gleich noch zu Wein und Rotwein, deswegen. Stimmt, genau. Wein und Rotwein. Ist okay. Ich habe aber nur Weißwein mitgebracht, das tut mir leid. Geht aber auch diverser Käse, geht auch Pecorino. Ich bin mit elektronischer Musik aufgewachsen. Ich bin gefesselt worden vom ersten Song schon damals. Meine erste Platte war Depeche Mode, People Are People. Jetzt natürlich meine persönliche Musik. Wenn ich jetzt heute, gerade im Auto, würde ich Depeche Mode Ghost Again hören. Oder natürlich der Klassiker Enjoy the Silence. Geil. Mhm. Ja. Strange Love ist auch noch gut. Setzen wir noch mit drauf. Kommt alles in die Show. Habe ich mehr gesagt, als ich es sollte oder durfte? Okay. Oh, gut. Oh, schön. Von meiner Seite kommen Van Morrison, Into the Music von seinem Album Moondance. Und das ist so, ich bin im Moment Classic Rock. Ist immer schön, wenn man im Garten sitzt und hört ein bisschen Classic Rock, oder man ist auf der Autobahn unterwegs oder ganz entspannt im Cabrio bei dem schönen Wetter. Darf Classic Rock nicht fehlen, deswegen Van Morrison von meiner Seite. Ganz schlecht. Ich habe am Wochenende irgendwie nachts Inas Nacht geguckt. Cool. Und da waren die Teskey Brothers. Ich kannte die nicht, aber eine Stimme vor dem Herrn, so ein bisschen bluesig, pervers, raue Stimme, super cool. Und ihr neues Album heißt The Winding Way. Und der Song heißt London Bridge, den habe ich dann auch gehört. Ich habe heute Morgen auf der Hinfahrt mit Janik in die Firma noch ganz viele Teskey Brothers gehört und ein paar gute Sachen dabei. Sehr cool. Sehr zu empfehlen. Sehr stark. Habe ich auch wieder was gelernt? Sehr gut. Super. Also aus dem Mainstream heraus zu den Teskey Brothers. Stark.
Robert, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. Den Weg aus Erlangen hier hoch in den wilden Norden auf dich genommen hast. Norden, Norden jetzt. Jungs. Naja, gut. Also von Erlangen ist alles, Erlangen aus, ist ja, alles gut, im Norden. Ja. Richtig. Also wir sind über dem Weißwurst-Äquator, das ist ja mir bewusst. Aber es hat sich echt gelohnt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen Einblicke tiefer zeigen und hören konnten. Ja, ich habe super viel gelernt. Perfekt. Super. Vielen und Dank. Los. Danke und gute Heimfahrt. Bald. Danke, danke. Zurück. Mit viel Freude und vielleicht als letztes, wenn ihr Schallplatten zu Hause habt und falls ihr sie nicht mehr benötigt, bringt sie zum Hi-Fi-Händler. Genau. Ja, bitte. Na klar. Schöne Idee. In dem Sinne, viel Spaß beim Musik. Tschüss zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.